Top 5 Skins, die von Fortnite entfernt wurden. Fangen wir an mit Platz Nummer 5 und das ist der Black Adam Skin. Man erkennt ganz klar, dass das The Rock ist und der arbeitet nicht mehr mit Marvel DC zusammen. Da dieser Skin aber ein Marvel DC Skin ist, wird er wahrscheinlich nie wieder zurück in Fortnite kommen. Auf Platz Nummer 4 befinden sich dann die Stranger Things Skins und die werden wahrscheinlich nie wiederkommen, was echt hart klingt. Platz Nummer 3 belegt dann der Rue Skin und ich denke mal, ihr alle wisst, warum der nicht mehr zurück in Fortnite kommen wird. Und habt ihr den überhaupt schon mal in-game gesehen? Weiter geht's mit Platz Nummer 2 und das sind die Schiedsrichter Skins. Und diese Skins wurden entfernt, weil sie zu sehr aussehen wie die anderen Schiedsrichter-Skins. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wer wahrscheinlich nie wieder zurück in Fortnite kommen wird, dann lass ein Like da. Platz Nummer 1 ist der Travis Scott-Skin und der wird wahrscheinlich nie wieder zurückkommen in Fortnite wegen diesem Konzert hier.